Uns Mitarbeiter von der Familienwoche war es nochmal wichtig, auch wenn wir die Familienwoche jetzt so nicht miteinander teilen können, euch doch zwei Videoimpulse für euer Miteinander mitzugeben, für euer Miteinander als Familie. Und das Miteinander als Familie ist auch unser zweiteiler Thema, das Miteinander, Miteinander in Beziehungen. Zweiteiler heißt, in Teil 1 möchte ich euch nochmal die Bedeutung von starken Freundschaften in Krisenzeiten mit reinnehmen, so am Beispiel von David und Jonathan. Und in Teil 2 wird die Sabine Storz uns das Miteinander mit Jesus näher bringen. Die Bedeutung von starken Freundschaften in Krisenzeiten. Warum dieses Thema? Ich denke, die Corona-Krise hat unsere Beziehungsmöglichkeiten ordentlich durcheinandergewirbelt, gerade so im März, April und im Mai. Auf einmal saßen wir im Homeoffice oder im Homeschooling. Die Kontaktbeschränkungen minimierten unsere persönlichen Kontakte. Gemeindegottesdienste wurden monatelang ausgesetzt oder waren nur über Online oder per Video möglich. Sport in der Gruppe war verboten und das Bier mit einem Freund im Biergarten oder der Kaffee mit einer Freundin im Café lange Zeit leider unmöglich. Ja, auch andersrum, das Bier mit einer Freundin oder der Kaffee mit einem Freund. Für manche von uns war das vielleicht gar nicht so das Problem, ja. Doch hörte ich auch von vielen, dass ihnen diese persönlichen Kontakte elementar fehlten und spürte das auch bei mir. Uns fehlte was, wo ich denke, was zu unserem Leben einfach dazugehört und was uns in unserem Leben einfach gut tut. Ja, uns auch mehr noch stärkt und auch einen gewissen Rückhalt gibt. So diese persönlichen Gespräche und diese persönlichen Begegnungen, aber auch eine Umarmung zu haben, zu merken, da steht mir jemand bei, ist jemand hinter mir, gemeinsam vor Gott zu sein und auch ihn im Gottesdienst anzubeten, gemeinsam mit jemandem was zu unternehmen. Was da uns darin stark macht oder Rückhalt gibt, ist, denke ich mal, elementar so diese Nähe, die Zugehörigkeit, vielleicht auch das Willkommensein, die Geborgenheit, die wir darin spüren, in diesem persönlichen Austausch, in der Umarmung, dass man merkt, ja, da hält mich jemand, es berührt mich jemand, es steht jemand zu mir. Und all das war für uns natürlich. Und erst als wir unsere persönlichen Kontakte immer mehr einschränken mussten und es nicht mehr so leben konnten, merkten wir, dass uns diese Dinge fehlten. Und uns brach teilweise genau das weg, was wir gerade in den Corona-Herausforderungen gebraucht hätten. Vielleicht dieses persönliche Mitteilen, dass ich mich persönlich mitteilen kann, wie es mir mit dieser Krise geht. Ein offenes Ohr zu haben, das, was mich stresst da drin. Und vielleicht auch das persönliche Gebet zu haben mit jemandem für die Dinge, die mich gerade besonders herausfordern oder auch überfordern. Und ähnlich erging es David. David, als er wieder einmal vor König Saul fliehen musste. David, der designierte König war, der nach ihm berufen war, König zu sein, der also direkter Konkurrent auch vom König Saul war. David, der von Saul deswegen gehasst und gesucht wurde, der vor ihm fliehen musste, der in Lebensgefahr schwebte und in die Wüste floh. David, der in dieser Zeit aber auch eine Freundschaftsbegegnung hatte, eine persönliche Begegnung, die ihn aus seiner Angst und aus seiner Unsicherheit riss und wieder aufrichtete. Und diese Begebenheit möchte ich uns lesen aus dem 1. Samuel, Kapitel 23, die Verse 13 bis 18, und ich lese uns aus der Luther-Übersetzung vor. Vers 13, da machte sich David auf, samt seinen Männern etwa 600, und sie zogen fort von Keila und streiften da und dort umher. Als nun Saul angesagt wurde, dass David aus Keila entronnen war, stand er ab von seinem Zuge. David aber blieb in der Wüste auf den Bergfesten, und zwar blieb er im Gebirge in der Wüste Ziph. Und Saul suchte ihn die ganze Zeit, aber Gott gab ihn nicht in seine Hände. Und als David sah, dass Saul ausgezogen war, um ihn nach dem Leben zu trachten, blieb er in der Wüste Ziph in Horesha.
Da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging hin zu David nach Horesha und stärkte sein Vertrauen auf Gott und sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Sauls, meines Vaters Hand wird dich nicht erreichen und du wirst König werden über Israel. Und ich werde der Zweite nach dir sein. Auch mein Vater weiß das sehr wohl. Und sie schlossen beide einen Bund miteinander vor dem Herrn. David blieb in Horesha, aber Jonathan zog wieder heim. Also die Situation von ihm ist, David steckt in eine Krise und sie ist für ihn lebensbedrohlich und kann sich eigentlich jederzeit zuspitzen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dies an seine innere Substanz ging. Ja, dass ihm das richtig gestresst hat und dass sein Vertrauen in Gott erschüttert war und deutliche Risse bekam. Und interessant ist, dass er in dieser Krisenzeit nicht alleine war. Wir haben das im ersten Vers, in dem Vers 13 gelesen. 600 Krieger waren mit ihm in der Wüste. Er war nicht allein. Er hatte jede Menge Kontakte, kampferprobte und furchtlose Männer. Und trotz dieser Vielzahl an Kontakten, ja, die wir vielleicht auch in der Corona-Krise hatten, über Facebook, über Stammtischbrüder, WhatsApp-Kontakte, Schulfreunde, Arbeitskollegen, was weiß ich, trotz dieser Vielzahl an Kontakten ging es David so, dass er erst brauchte, um durch diese Krise zu kommen, brauchte er einen einzelnen Freund, der ihn ermutigte und stärkte. Er brauchte einen Jonathan. Ein Mann wiegt 600 auf. Und ich denke, wir brauchen in unserem Leben und gerade auch in Krisenzeiten solche Jonathans, einen Freund oder eine Freundin, mit der ich besonders und in tiefer Weise verbunden bin. Eine Freundschaft, in der ich mich dem anderen öffnen kann und zeigen kann, der es sein kann, wie ich bin und in der ich den anderen kommen lassen kann. Mit kommen lassen meine ich so, ihn zuzulassen, dass er meine Schwachheiten, dass er in mein Inneres auch reingucken darf, dass er meine Schwachheiten sehen darf und Kämpfe, die ich habe, und dass er da hineinsprechen darf, mich zu ermutigen. Und das war das Wertvolle in dieser Freundschaftsbeziehung zwischen David mit Jonathan. David konnte Jonathan zulassen und er hat sich etwas sagen lassen und ermutigen lassen. David konnte Jonathan in seiner Situation zulassen und war bereit für seinen Zuspruch. Aber da gibt es noch mehr. Da gibt es noch mehr in dieser Freundschaft. Wenn das Wertvolle auf Jonathans Seite war, dass er sich die Mühe machte, hinzugehen. Er machte sich die Mühe, hinein in die Wüste, David zu suchen und ihn aufzusuchen. Und er hörte zu. Und es ist so wichtig, dass wir jemanden haben, der uns zuhört. Das ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen, dass uns jemand zuhört und dass wir wahrgenommen werden. Er hörte zu, er nahm ihn wahr, er sah ihn. Und das Entscheidende in dieser, dass es dann heißt und er stärkte das Vertrauen auf Gott ist, dass er zu ihm stand. Zu ihm als David und zu ihm in seiner Berufung. Dass er sagte, Sauls, meines Vaters Hand, wird dich nicht erreichen. Und du wirst König werden über Israel und ich werde der Zweite sein. Ich stehe hinter dir. Und das ist die Auswirkung, die in Vers 16 vorangestellt ist. Und er stärkte sein Vertrauen in Gott. Und solche Freundschaften sind etwas ganz Bedeutendes und sehr Wertvolles. Freundschaften als ein Miteinander der Herzen, in der ich wirklich gesehen werde, in der ich aber auch in mein Herz hineinsehen lasse, in der mir jemand zuhört und in dem ich jemand zuhöre, in einer Freundschaft, in der mir jemand zu mir steht und zu dem ich stehe. Und wenn wir solche Freunde in unserem Leben haben, dann können wir uns echt glücklich schätzen. Und ich finde, in Psalm 133 wird es auch so richtig gut beschrieben. Das wollte ich einfach nochmal auch so mit reinbringen. Da steht,
wie schön und angenehm ist es, wenn Brüder in Frieden zusammenleben oder wenn Freunde beisammen sind. Das ist so wohltuend wie das duftende Öl, mit dem der Priester Aaron gesalbt wurde und das vom Kopf herunterrann in seinen Bart. Klingt ein bisschen altmodisch, aber hat sehr was Hervorhebendes. Es ist so wohltuend wie frischer Tau, der vom Berg Hermon auf die Berge Zions niederfällt. Ja, dort in Freundschaften schenkt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals aufhört. Und wenn du noch keinen so einen Freund hast, dann will ich dich ermutigen, dir einen zu einem zu suchen. Weil wir brauchen diese Freunde. Egal ob für Krisenzeiten oder nicht, wir brauchen solche Freundschaften. Und ich möchte eine Frage als Anregung mitgeben. Wenn du noch so keinen Freund nicht hast, mit wem kannst du dir vorstellen, in tieferer Weise verbunden zu sein? Überleg doch mal, bet vielleicht auch darüber und dann sprich diesen Namen an, diesen Menschen, der kommt, oder gehe Schritte darin, tiefer mit diesem Mann, mit diesem Menschen verbunden zu sein. Oder mit wem lebst du das vielleicht auch schon und möchtest das vielleicht auch bewusster tun? Ich denke, es braucht so eine bewusste Entscheidung dafür. Und wichtig ist, wenn du dich aufmachst, einen Freund zu suchen, einen Freund zu haben, mit dem du tieferweise verbunden bist, dann ist es immer auch eine Entscheidung von dir und von dem anderen, auch zur Offenheit. Es braucht auch die Entscheidung zu dieser Offenheit, zur Ehrlichkeit von dir und dem anderen Einblicke zu geben, eine Entscheidung zur Verbindlichkeit, sich vielleicht in regelmäßigen Abständen auch zu treffen und die Offenheit hinterfragen zu dürfen und in sein Leben hineinsprechen zu lassen. Es ist eine Investition. Und in solchen Freundschaften zu investieren, lohnt sich. Mit unserer Bereitschaft, sich zu investieren, können solche Freundschaften wirklich wachsen und reifen und zu so sicheren Häfen werden, in denen ich in den Stürmen des Lebens vor Anker gehen kann. Und das wünsche ich mir mehr in meinem Leben und das wünsche ich euch. Freundschaften als sichere Häfen, in denen wir vor Anker gehen können. Und das war der erste Impuls zum Thema Miteinander. Ich wünsche euch Gottes Segen für eure Freundschaften und auch einen tollen Sommer. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch den zweiten Clip anschaut, in der Sabine Storz zum Miteinander mit Jesus spricht. Alles Gute euch und Gottes Segen.